Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer und Online Coach. Heute zum Thema Supersatz Trainingsmethode. Wie führe ich die aus? Und zwar heute zeige ich die Supersatz Trainingsmethode im gleichen muskulären Bereich. Dafür mache ich jetzt gleich eine Übung vor. Das ist einmal das Seitheben mit der Kurzhantel und dann unmittelbar danach das Frontheben mit der Kurzhantel. Das nennt man einen Supersatz. Supersätze eignen sich perfekt für ein relativ gutes Definitionstraining bzw. auch für denjenigen, der relativ wenig Zeit hat, innerhalb von relativ kurzer Zeit maximal viel Übung unterbringen möchte, wobei natürlich jeder weiß, eine Trainingszeit über 45 bis 60 Minuten hinausgeht, ist eh nicht optimal, aber wie gesagt, das Supersatz-Trainingsprinzip eignet sich für Muskeldichte, Muskelqualität. Und da gibt es die Möglichkeit, einmal Supersatz im gleichen muskulären Bereich, wie ich jetzt gleich mache, zum Beispiel in der Schulter, also in der Schulterbleibe, oder eine Supersatz-Trainingsmethode antagonistisch. Das heißt, dass ich dann die Supersätze so ausführe, dass ich gegenüberliegend trainiere. Heute jetzt direkt, mache ich die Supersätze vor im gleichen muskulären Bereich. Dabei einmal die seitliche Variante, seitlich für die seitliche Schultermuskulatur. Schöne gleichmäßige Bewegung. Am besten ihr fangt seitlich aber Nullpunkt an. Nach oben bis zum Kinn, langsam wieder runter. Darauf achten, dass die Reizzeit, Kadenzzeit stimmt. Das heißt die positive Belastung. Das heißt hier das Konzentrische nach oben. Dynamisch oben, höchsten Spannung zum kurz halten. Exzentrischer Bewegungsablauf, das Nachlassende etwas langsamer. Unter Belastung ausatmen, darauf achten, dass die Handflächen nach unten zeigen. Und so mache ich jetzt, je nachdem, was ich mir rausgesucht habe, 8, 10, 12, vielleicht sogar 15 Wiederholungen, je nach Stoffwechselvoraussetzung, mache ich hier meine Wiederholungszahl. 8, ich gehe bis 10, 9 und die 10. Oben kurz halten, langsam runter. Und direkt im Anschluss Frontheben für die vordere Schultermuskulatur, Seitheben auch für die Seite. Auch darauf achten, dass die Reizzeit stimmt, Kadenzzeit konzentrisch, etwas dynamischer, exzentrisch, etwas langsamer. Auf den höchsten Spannungspunkt kurz halten, Arme nicht ganz durchschrecken, Schutzwinkel fürs Gelenk, Handflächen zeigen genau nach unten. Und unter Belastung ausatmen. Noch zwei, dann soll ich die 10 haben. Ihr habt bestimmt mitgezählt. Und die 10. So, das wäre jetzt mein Supersatz gewesen. Und zwar ein Supersatz im gleichen muskulären Bereich. 8 Wiederholungen, 10, 12, teilweise sogar 15 Wiederholungen möglich. Je nachdem, welchen Bereich ich befinde, ob ich mich im Enddefinitionsbereich befinde. Ob ich noch mehr so im Bereich Muskelaufbau, Formtraining befinde. Sehr gutes Training, für mich perfekt, da man halt in relativ kurzer Zeit eine schöne Vielzahl von Übungen reinbekommt. Man kann ein gutes halbe Stunde, 30 Minuten, über 3 Minuten Training absolvieren und hat ein relativ gutes Ergebnis, was die Muskeldurchblutung anbetrifft. Und natürlich auch, was den Reiz anbetrifft, der auf den Muskel gesendet wird. Das war's zum Thema Supersatz im gleichen muskulären Bereich. Bald geht's weiter mit Supersatz antagonistisch gegen die Muskelgruppen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Supersatz-Training. Andreas Trienbacher, Personal Trainer, Online-Coach. Deine Fitness, meine Aufgabe.